Schönen guten Tag. Wir wollen heute über das geistige Eigentum sprechen. Gell? Das ist ja ein Eigentum auf nicht materielle Güter, gell? Also immaterielle Güter. Und ja, warum interessiert uns das überhaupt? Gell? Das interessiert uns, weil Software immateriell ist. Gell? Also wir haben die Eigenschaften der Software gesehen. Gell? Also man kann Software speichern, übertragen, gell? Man kann sie nicht automatisch herstellen. Man kann Software, ja, ist immateriell, es braucht wenig Energie. Gell? Und ja, Software hat eine Lizenz dann auch. Gell? Das hängt mit dem geistigen Eigentum zusammen. Und ja, das wollen wir da ein bisschen anschauen. Gell? Und bevor wir zur Software kommen, zur Lizenz der Software, wollen wir das mit dem geistigen Eigentum etwas näher betrachten. Gell? Also das geistige Eigentum bzw. die Schutzmechanismen für geistiges Eigentum, das interessiert uns. Und zwar handelt es sich dabei um einen Schutzmechanismus, gell? Also vor Diebstahl oder Missbrauch oder ja, ein Gebrauch, der eben nicht rechtens ist, eines immateriellen Guts. Gell? Also, und da meint sie ja, da zählen sie auf, zum Beispiel ein Kunstwerk. Gell? Also da, wenn man, ja, wenn man in Paris die Mona Lisa von Leonardo da Vinci stellt, gell? Dann ist das nicht einfach nur ein paar Kilogramm Holz, gell? Oder was da drauf ist. Gell? Der Wert liegt nicht in den Atomen, die dort sind, gell? Auch wenn sie alt sind. Gell? Der Wert liegt in dem, was der Leonardo da Vinci damals geschaffen hat. Gell? Oder das geistige Eigentum einer technischen Erfindung. Gell? Ja, wenn ich Scheibenwischer kaufe für 10 Euro, gell, dann ist das da vielleicht ein bestimmter Wert, gell, verdient jemand mit, gell, oder jemand hat es hergestellt, bekommt auch hoffentlich etwas. Gell. Das ist dann einmal der materielle Wert, aber das geistige Eigentum, gell, jemand hätte was für die Erfindung bekommen sollen. Gell. Ja, und wenn man da zurückgeht, gell, da sieht man, da hat es schon einen gegeben, der das patentiert hat. Da bis der erste Scheibenwischer dann verkauft wurde, sind die Patentrechte verfallen. Gell. Ja, und da gibt es eben dann mehrere Typen geistigen Eigentums und dann von Schutzmechanismen. Gell? Und wenn wir da mal hinuntergehen, dann finden wir beim deutschen Wikipedia-Artikel eine Entsprechung in der Grafik, die wahrscheinlich so dem deutschen Rechtssystem entspricht. So, hier haben wir es. Und ja, das ist jetzt relativ komplex, gell? Also dort finden wir links der Urheberrecht mal, gell? Oder wir finden da auch technische Eigenarten da in der Mitte, da sprechen sie von Patente oder von Gebrauchsmuster oder so, gell? Oder unten sehen wir Schutz von Kennzeichen, Marken oder so, gell? Also da haben wir alles Mögliche drinnen. Also das ist so ein bisschen ein Sammelsurium, da hat man versucht, alles irgendwie zusammenzutragen und da einzuordnen, gell, was es da im deutschen Recht wahrscheinlich gibt. Gell. Wenn ich aber auf den italienischen Artikel gehe, da Proprietà Intellettuale, dann gefällt mir das da etwas besser. Gell. Und wenn ich da hinuntergehe, da ist die Einführung. Und da sagen sie, um was es sich dann eigentlich handelt, gell? Also, quindi al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, gell? Also Urheberrecht, zu Deutsch oder Copyright sagen wir auch oft, gell? Del diritto dei brevetti, gell? Also Patentrecht, und del diritto dei marchi, das Markenrecht. Also das sind jetzt drei Makrobereiche für das geistige Eigentum. Und ja, sie schreiben es so, wie es mir eigentlich besser gefällt, als hier dieses, ja, dieses Sammelsurium, das sie hier gemacht haben. Gell? Wird schon stimmen, dass all diese Dinge irgendwo im deutschen Recht aufgezählt werden. Gell? Aber es drückt eigentlich die Konzepte nicht so schön aus wie diese drei Bereiche. Gell? Also, diritto d'autore, Copyright, Urheberrecht, gell? Il diritto dei brevetti, Patentrecht und diritto dei marchi, Markenrecht. Das sind die drei Bereiche,
die wir als Grundlagen für das geistige Eigentum betrachten. Geil? Ja, also wir haben ein paar Sachen zusammengezählt. Geil, also geistiges Eigentum. Geil, schützt also umfasst immaterielle Güter, und der Schutzmechanismen dazu soll diese eben schützen. Gell? Und da stellt sich natürlich die Frage, kann man die stehlen? Gell? Also ja, ein Kunstwerk sehr wohl, gell? Weil das Kunstwerk, das soll sie einmal geben. Gell? Wenn es dann ein Druck ist und es wird 1000 Mal verkauft oder so, gell? Dann ist es nicht mehr exklusiv. Gell? Ist vielleicht auch noch schön, gell? Aber es ist nicht mehr das Original. Gell? Mhm. Oder auch ein Buch, gell, oder eine Musik, gell, kann man Musik einfach nur so mitnehmen, kopieren, gell, gell, ja, können schon, gell, dürfen nicht, gell, muss man aufpassen. Und hier haben wir die drei Bereiche. Also, wir haben gesagt, ja, Urheberrecht, Patentrecht und dann Markenrecht. Hier haben wir also die Reihenfolge anders, das Patentrecht. Was schützt das Patentrecht? Das Patentrecht schützt Erfindungen, sagt man gemeinhin. Gell? Wir könnten auch sagen Entwicklungen. Gell? Muss nicht immer eine Erfindung sein. Gell? Es kann aber auch ein industrielles Verfahren sein. Gell? Also ein Verfahren, wie ich zum Beispiel ja, Wasserstoff produzieren kann. Gell? Wenn ich da besonders günstiges und energiearmes Verfahren finde, gell? Dann kann ich das patentieren. Gell? Oder in den letzten Tagen hat man davon gesprochen, synthetischen Treibstoff, synthetisches Benzin herzustellen. Gell? Und zwar sagt man, das ist zwar relativ energieaufwendig und am Ende des Verfahrens und nach der Verbrennung im Auto hat man dann nur einen Bruchteil der Energie zur Verfügung, die man ursprünglich dann hineingesteckt hat. Gell? Aber sie sagen, das ist interessant, gell? Weil man hat ja manchmal auch zu viel elektrische Energie, oder vor allem in Zukunft sagt man, das könnte passieren, dass man über den Tag hinweg zu viel produziert, da muss irgendwo hin, gell? Kann man Wasserstoff produzieren, haben sie gesagt, gell? Das sagt man schon lange, gell? Aber das mit Wasserstoff, naja, das ist eine sehr explosive Angelegenheit, gell? Das ist zwar aufregend, gell? Aber so wirklich vom Fleck kommen tun wir nicht, gell? Also ja, wir könnten die Energie in der Batterie speichern, gell? Aber so viel Batterie haben wir dann auch nicht zur Verfügung, gell? Oder, und das ist jetzt wieder halt so eine Idee, wir könnten Benzin produzieren. Gell? Und mit dem Benzin fahren wir dann durch die Gegend. Gell? Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Zwar nicht so energieeffizient, aber immerhin besser ein bisschen Benzin produzieren, als nicht wissen, was mit der Energie anfangen. Gell? Das sind alles so Patente. Gell? Weil also da mal ganz ja, so Beispiele, gell? Also der Scheibenwischer, gell? Oder die Glühbirne, gell? Also das da. Der Edison da, der hat uns das Licht gebracht, gell? 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 Oder das Telefon, gell? Also der Bell hat das Patent 1876 angemeldet. Hat er es aber auch gefunden, gell? Und die Antwort ist da nein, gell? Das war der Meucci, gell? Also der Antonio Meucci, gell? Wo haben wir das da? Da haben wir irgendwo gehabt, da haben wir über Lizenzen was. Verwertungsbetriebe, so. Habe ich das geschlossen? Ja, der Antonio Meucci, gell, das war ein Italiener, gell, der ist dann ja, ausgewandert, gell, nach Kuba und in den USA, gell, hat dann auch über Phasen sehr viel Geld verdient, gell, aber ja, hat auch das mit dem Telefon erfunden, gell, wollte schließlich auch patentieren, ist ihm aber das Geld ausgegangen. Gell? Und naja, dann hat er irgendwo seine Arbeit dann beim Patentamt auch nicht mehr zurückbekommen. Und ja, auf jeden Fall ist das da irgendwie dann zum Bell gekommen. Und der Bell hat es dann wenige Jahre später dann patentiert. Gell? Also ja, der Rechtsstreit ist weitergegangen, aber der Antonio Meucci ist dann arm gestorben und der Bell gilt in der ganzen Welt als Erfinder des Telefons, gell? Nur wir in unseren Bereichen hier also erinnern uns, dass der Antonio Meucci der Erfinder des Telefons ist und nicht der Herr Bell, gell? Auch wenn der Herr Bell dann natürlich mit der Patentierung auch den Gewinn davon getragen hat, gell? Jo, also Erfindungen, gell? Und Entwicklungen. Und jo, jetzt schauen wir dann noch eins weiter. Urheberrecht.
Copyright, gell? Das ist nichts Neues, das gibt es schon lange, gell? Zum Beispiel auf Texte, gell? Gell? Darf man einen Text kopieren? Gell? Die Antwort ist, ja, wenn es nicht erlaubt ist, nein. Gell? Wenn im Mathematikbuch drinnen steht, dass da ist Copyright ist, gell? Kopieren verboten, darf man das Mathematikbuch nicht kopieren. Gell? Gell? Also da gibt es dann zwar im italienischen Recht, im italienischen Copyright, eine Ausnahme, und es steht, es ist erlaubt, bis zu 15% eines Werkes für private Zwecke zu kopieren. Gell? Für private Zwecke. Deshalb steht in einer Bibliothek normalerweise auch eine Kopiermaschine. Gell? Es ist also nicht verboten, wenn man in der Bibliothek ein Buch hat und da ist eine Seite, die interessiert uns, dann dürfen wir diese Seite kopieren. Gell? Das ist vom italienischen Copyright-Gesetz erlaubt, bis zu 15%. Das ist auch der Grund, warum viele sagen, naja, ich darf ja 15% kopieren, gell? Also kann ich da auch von einem Buch etwas rauskopieren und den Schülern verteilen. Gell? Das ist eigentlich falsch, weil das ist nicht persönlicher Gebrauch. Ich kann nicht 15% eines Buches kopieren und sie in der Klasse weitergeben. Gell? Ich könnte das Buch zur Verfügung stellen und sagen, ja, nächste Woche, gell, wäre es zwar nicht, wenn wir von Seite 7 bis zur Seite 18 alle hätten, gell, also ich lasse das Buch jetzt vielleicht da, gell, und jeder kann es sich zu seinem privaten Gebrauch kopieren. Dann kann ich nur sagen, okay, jeder kopiert für seinen privaten Gebrauch. Aber nicht ich kann es für alle kopieren, für einen privaten Gebrauch. Weil das ist dann kein privater Gebrauch mehr, gell? Okay? Also auf jeden Fall, das mit Copyright auf Texte, das existiert und da muss man eigentlich aufpassen, gell? Also normalerweise gibt es da nicht so viele Kontrollen, gell? Aber es kann natürlich auch eine Kontrolle geben, gell? Also gerade in Universitätsstädten, in den Kopierläden in der Nähe der Universität, gell? Dort gibt es auch Kontrollen, gell? Also diese Fotokopisterie, wie wir da in Italien sagen, gell? Die verdienen sich da ja ein goldenes Auge, gell? Also die leben nicht schlecht neben der Universität, gell? Aber legal ist es nicht, gell? Aber ja, das, was man mit dem Kopieren von Texten, mit der Kopiermaschine eigentlich immer noch macht, gell, was in früher noch aufregender war, das passiert heute oft elektronisch, gell? Also es wird dann ein Buch nicht unbedingt auf Papier kopiert und verteilt, gell, sondern vielmehr elektronisch. Gell. Also irgendjemand hat mal das gemacht, PDF gemacht, ist im Netz und sobald es ist, dann ist es unterwegs und es wird niemals mehr aus dem Netz verschwinden. Gell. Ist natürlich nicht legal. Man kann also nicht einfach ein Buch, das verkauft wird, im Netz dann sagen und dann sagen, okay, habe ich halt gefunden. Gell. Okay. Rechtens ist das nicht. Gell. Okay. Deshalb gibt es auch Schutzmechanismen für Copyright, für elektronische Texte, also diese ganzen DRM-Geschichten, wo es dann auch Mechanismen gibt, diesen Schutz dann zu umgehen und so, aber das ist dann alles nicht legal. Gell? Also wenn man einen E-Book-Reader hat und der E-Book-Reader erlaubt mir, Texte zu kaufen, gell? Vielleicht etwas günstiger als auf Papier, dann ist das legal. Wenn ich aber meine Bücher irgendwo gekriegt, hole, downloade und so, dann wäre es nicht mehr legal. Gell? Und dasselbe betrifft auch die Musik zum Beispiel. Also heute ist ja recht populär geworden, Musik von einem Streamingdienst zu beziehen. Gell? Und wenn das ein Streamingdienst ist, der dafür Urheberrechtsabgaben macht, dann ist das legal. Gell? Also wenn wir da bei Apple, Google, Amazon, Spotify und so weiter unsere Musikstreams kaufen, dann ist das legal. Gell? Und diese Streams, die gibt es eigentlich noch nicht so lange. Und vorher war es eigentlich viel einfacher, Musik zu stehlen im Netz, als Musik zu kaufen. Gell? Also weil die Möglichkeit, Musik zu kaufen, hat es nur auf Atomen gegeben. Gell? Also da musste man dann, in Bozen dann irgendwo, Babas oder Disco New oder so irgendwo hingehen, gell? Und da konnte man Musik kaufen, gell? Auf einem Tonträger, gell? Also lang ist her, war es die Schallplatte, gell? Und weniger lang ist her, dass das eben Kassetten oder CDs waren, gell?
Aber das Urheberrecht hat man dann über den Träger einzeln bezahlt, gell? Und dann ist Internet gekommen. Internet ist dann am Anfang langsam gewesen, gell? Dort hat man dann keine Musik geholt, weil es einfach zu langsam war. Aber irgendwann ist Musik dann auch ja, nicht mehr zu groß gewesen fürs Internet. Und damit hat dann auch der Austausch von Musik begonnen, so File-Sharing und so, gell? Also das war eine aufregende Sache vor 25 Jahren und so. Und damals hat das Ganze begonnen, gell? Also der Diebstahl von Musik, gell? Oder auch von Filmen war einfacher als das legal im Netz zu beziehen. Gell? Heute ist so, dass es relativ einfach ist. Mit einem Abo für 10 € oder auch etwas mehr, gell, kann man sich dann sowohl zum Beispiel Musik holen, gell, oder es gibt auch Abos für Streamingdienste für Film und so, gell. Also ist das Ganze eigentlich ja, nicht mehr so schwierig geworden und es ist auch irgendwo erschwinglich gewesen, gell, oder geworden, gell. Also wenn man bedenkt, ja, als wir noch nicht den Euro hatten, gell, hat eine ja, Musik-CD auch 30.000 Lire gekostet oder etwas mehr oder etwas weniger, also circa 15 €. Wenn man das inflationsgemäß aufrechnen, gell, dann wären wir bei 30 € für eine CD oder so, gell. Das wäre dann schon recht, ja, recht intensiv, gell. Und da haben wir ja, eine CD gehabt, gell. Und nicht für 10 € ein ganzes Monat alles, was ich will, gell. Also das ist da ein kleiner Unterschied, gell? Gell? Und wenn wir da mal schauen, da vorher waren wir schon da drauf, jo, hier haben wir zum Beispiel CIA, gell? Das ist also ja, ein italienischer Verwerter für Copyright, gell? Und die, ja, die Rechtsproduzenten, gell? Die Künstler, gell? Die sollen dann von CIA auch etwas erhalten, gell? CIA wird auch etwas kritisch beäugt, gell? Weil CIA auch ja, nicht gerade geringe Kosten hat, gell? Aber auf jeden Fall ist das in Italien der Verwertungsbetrieb, gell? Oder wenn wir nach Norden schauen, gell? Über die Alpen hinüber, gell? Da gibt es eben diese GEMA da, gell? Also das ist eben in Deutschland da diese Musikverwertungs, gell? Also da können sich dann Künstler auch etwas abschneiden, gell? Also man hofft, das bekommen dann immer die Künstler, gell? Und ja, woher kommt das Geld? Das Geld kommt zum Beispiel dann auch, also jemand macht einen Auftritt, macht ein bisschen Musik, muss das bei der CIA melden, gell, und da auch etwas entrichten. Ein Beispiel. Oder was anderes. Wenn wir Datenträger kaufen, gell, also wenn wir einen USB-Stick kaufen oder einen Computer kaufen, gell, oder eine Festplatte kaufen und, müssen wir immer Gebühren an die CIA entrichten. Gell. Also das steht zwar nicht explizit drauf, du hast jetzt so viel an die CIA bezahlt, gell, aber das wird entrichtet. Gell. Also da fließt immer etwas ab. Gell. Und alles, was potenziell irgendwo zum Austausch, gell, oder zum Speichern von ja, von Musik oder Film und so weiter nutzbar ist, gell, erzeugt dann eine Abgabe, gell? Und so kommt eben das alles zusammen, was die CIA dann eben hat, gell, für die eigenen Zwecke oder für die Künstler dann, gell? So, Copyright. Copyright wird auch auf Software angewandt, gell? Also lange Jahre hat es zwar dann jemand gegeben, der Software irgendwas draufgeschrieben hat, gell? Gesagt hat, ja, Urheberrecht, gell? Also das da ist, ja, darf man nicht kopieren, gell? Aber hat es dann auch keine Kontrollen gegeben, gell? Erst so vor circa 30 Jahren oder etwas mehr als 30 Jahren hat es in Italien dann auch Kontrollen geben, gell, aufs Urheberrecht, gell. Und da, ja, da sind dann auch große Sünder erwischt worden, gell. Also Software darf man nicht einfach kopieren, gell. Also wenn man Software, geschützte Software kopiert, dann, ja, dann bricht man das Copyright, das Urheberrecht, gell. Und da kann man natürlich auch verurteilt werden, gell. Und eine solche Verurteilung ist nicht wie ein einmal falsch parken, gell? Also einmal falsch parken ist eine administrative Strafe, gell? Also wenn man die sofort bezahlt, bekommt man sogar noch Rabatt drauf, gell? Und damit ist es erledigt, gell? Das scheint dann nicht mehr auf. Wenn ich aber eine Urheberrechtsverletzung begehe,
auf Software. Und wenn das jetzt eine Urheberrechtsverletzung ist, die naja, dem Gericht dann auch als, naja, als groß erscheint, gell, und ich werde angeklagt, gell, dann ist das ein strafrechtlicher Prozess. Das ist Diebstahl, gell. Ich kann nicht eine, ja, Musiksammlung anlegen, einfach so illegale. Das wird strafrechtlich verfolgt, gell. Oder Film, gell, kann ich auch nicht machen. Und es hat in der Vergangenheit auch einzelne Fälle gegeben, wo solche wie die CIA oder GEMA oder so oder auch in den USA sich Leute gesucht haben, die sie dann verklagt haben. Gell? Es ist bei uns in unserem Bereich eigentlich so, dass private Benutzer eigentlich selten verurteilt worden sind. Gell? Also, ich will jetzt nicht keinen Freibrief aufstellen, zu sagen, ah ja, könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt, euch passiert nichts, das stimmt nicht. Gell? Aber es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass man vor allem Verteiler gesucht hat, also solche, die zum Beispiel Musik oder Filme dann illegal verkauft haben. Gell? Also, und heute will man zum Beispiel solche erwischen, die irgendwo ja, riesige Download-Center betreiben mit nicht legaler Verbreitung von Musik, Film, Software und so weiter. Gell? Also so, da hat es auch in den letzten Jahren immer wieder auch Verfolgungen gegeben. Gell? Es wurden Plattformen gesperrt, gell? Und das Ziel waren oft die Großen. Gell? Okay? Aber wie gesagt, wenn ich Benutzer Software irgendwo stehle, Musik stehle, Filme stehle, da begebe ich mich auf ein strafrechtliches Terrain. Gell? Also ich kann angeklagt werden, gell? Ich kann dann natürlich verurteilt werden, ich muss dort mit einem Anwalt erscheinen, gell? Und die Strafen, gell, die können dann vielleicht auch in eine Geldstrafe umgewandelt werden, gell? Ich muss da nicht unbedingt damit rechnen, dass ich gleich in Haft komme, gell? Aber ein solches Verfahren ist natürlich ein Problem, gell? Also wenn da in der Früh die Karabiniere an der Wohnungstür klopfen und alles mitnehmen, was irgendwie nach Datenträger ausschaut oder nach Computer ausschaut, dann ist das mal weg, gell? Dann kommt der Prozess, muss man einen Anwalt nehmen, muss dort erscheinen, gell? Wird dann vielleicht so ein paar tausend Euro Strafe verurteilt. Man wird dazu verurteilt, alles zu bezahlen, was man illegal irgendwo gehabt hat, gell? Also hab's mal Tausende oder Zehntausende von Musiktiteln und dann sagt der Anwalt, die musst du zahlen, weil die hast du konsumiert, gell? Okay? Gell, also das kann dann schon teuer werden, gell? Also besser aufpassen, gell? Also besser die Musik oder die Filme legal holen, gell? Besser die Software dort holen, legal holen, wo man sie eben auch legal bekommt, gell? Eventuell bezahlen oder eben auch ja, nicht kommerzielle Alternativen, gell? Und dasselbe auch für Zeitschriften und für Bücher, gell? So, und jetzt sind wir jetzt bei Software, gell? Software, gell, hat dann eine Lizenz und die Lizenz beschreibt, was wir mit der Software machen dürfen, gell, beschreibt also, wie wir diese Software benutzen dürfen, gell, und das beschreibt also dieses Copyright, gell, dürfen wir kopieren, dürfen wir nicht kopieren, dürfen wir es fünfmal installieren oder einmal, gell, also das da sind alle solche Geschichten der Lizenz, gell. Bevor wir jetzt aber spezifisch über Software sprechen, nochmal das letzte Recht, das Markenrecht, gell. Das Markenrecht, das ist für uns, gell, jetzt ja, nicht unbedingt so aufregend, gell, aber wir müssen aufpassen. Es kann uns passieren, dass wir eine Verletzung eines Markenrechts begehen, ohne es vielleicht zu beabsichtigen, gell. Und ganz wichtig ist das Markenrecht für Firmen, für Betriebe, gell. Wenn wir ein Produkt entwickeln, gell, also da müssen wir aufpassen, gell. Also wenn ihr eine Start-up gründet, gell, müsst ihr einen Namen auswählen und damit beginnt das Problem, gell. Also der Name unterliegt einem Markenrecht. Und wenn man Markenrecht sucht, gell, dann gibt es auch Register von Marken, wo dann aufscheint, welche Namen für wofür reserviert sind. Gell. Also wenn ihr ein Startup für Software gründen wollt, gell, müsst ihr dann schauen, gell, also im Katalog, wo sind die Marken registriert für diesen Bereich. Gell.
dann müsst ihr aufpassen, dass ihr da halt keinen Namen verwendet, der gleich ist, gell, oder ähnlich ist, gell. Auch ähnliche Namen sind gefährlich im Markenrecht, gell. Also da, inzwischen lange ist her, gell. Da hat die Fiat, gell, da war die Fiat noch Fiat und nicht Fiat Chrysler, gell, da haben sie die zweite Generation des Panda entwickelt und haben den vorgestellt auf einer Automobilmesse und haben den eigentlich ja Fiat Cinco oder so ähnlich nennen wollen, gell, also. Und da ist dann kurze Zeit später die Renault gekommen, die aus Frankreich, gell, und haben gesagt, nein, 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 Moment mal da, gell, ihr da in Turin, ihr nennt dieses Auto da nicht den Cinco. Oder so ähnlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Weil das klingt so ähnlich wie Twingo, gell? Also, ja, Renault Twingo oder Fiat Cingo, gell? Das geht nicht, gell? Ja, auf jeden Fall, die Fiat hätte dann natürlich einen ja, Rechtsstreit mit der Renault beginnen können, gell? Aber die Fiat hat damals die weise Entscheidung getroffen und hat die zweite Generation des Panda wieder Panda genannt, gell? Und so hat man nach der ersten Generation des Panda auch eine zweite Generation des Panda Cups und dann hat es eine dritte Generation des Panda gegeben. Gell? Und diese zweite Generation des Panda hat es nur gegeben, weil die Renault gegen diesen Namen der Fiat war. Gell? Also Fiat Panda gibt es heute noch 40 Jahre immer noch, weil die Renault es so wollte. Gell? So ist es. Gell? Oder ja, das Logo. Gell? Also ja, das Logo. Das Logo, das ist so eine Sache, gell? Also das ist in der Schule so eine Sache für die Schule und das ist auch für Produkte und für Betriebe wichtig, gell? Das Logo, gell, das sollte dann auch nicht, sollte einzigartig sein, gell? Sollte in dem Bereich vielleicht auch etwas aussagen, gell? Und man darf es nicht einfach kopieren, gell? Also da muss man darauf aufpassen, gell? Also Logo gehört auch zum Markenrecht, gell? Oder das Design. Also wie etwas ausschaut, gell, das gehört auch irgendwo zum Markenrecht, gell, also ich darf nicht einfach ein Design kopieren, gell. Gell, also da sagt man den Chinesen nach, dass sie eigentlich Experten beim Kopieren sind, gell. Und wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie immer, ja, also die sollten eigentlich froh sein, dass wir sie kopieren, weil das ist ein Kompliment, gell. Also wenn wir was kopieren, dann bedeutet das, dass es uns besonders gefällt, gell. Und das haben die Chinesen dann auch manchmal übertrieben, gell? Also wenn man so chinesische Autos betrachtet, sind wir schon wieder beim Auto, gell? Da schauen die oft aus wie die Kopie eines europäischen Autos, gell? Und das ist jetzt auch so lang her. Das war auch diese zweite Generation des Panda, gell? Den hat es jetzt schon gegeben, den Panda, gell? Er wurde verkauft, er hat wieder Panda geheißen, hat auch einen Erfolg gehabt und dann ist passiert. Dann ist eine chinesische Firma gekommen, die hat auch ein kleines Auto produziert, gell? Und dieses kleine Auto, dieses chinesische Auto, das hat ausgeschaut wie ein Fiat Panda, gell? So, soweit so gut, das kann uns ärgern, aber naja, oder auch nicht, gell? Aber auf jeden Fall, solange die Chinesen in China bleiben mit ihren Panda, gell? Also dann hat es nicht weiter so groß gestört, weil in China eine chinesische Firma anklagen und sagen, du hast mir das kopiert, gell? Du darfst jetzt nicht, gell? Dann sagt das chinesische Gericht, du geh nur nach Hause, nach Europa, gell? Und lass uns in China Chinesen sein, gell? Okay. Aber die chinesische Firma hat die Idee gehabt, ja, dieses chinesische Auto da, gell, also dieser ja, chinesische Panda, gell, nach Europa zu bringen und in Europa zu verkaufen, gell. Und da hat es in Bologna die Motorshow von Bologna gegeben im Dezember, glaube ich. Und dort wollten sie ihn präsentieren. Und ja, das ist jetzt zu weit gegangen, gell. Also wenn die chinesische Firma in China den chinesischen Panda verkaufen, ist das eine Sache. Wenn sie sich aber in Bologna präsentieren und in Bologna dann chinesische Panda vorstellen, gell, die ausschaut wie die italienische Panda, das war dann zu viel, gell. Und aufgrund dieses Designverstoßes hat dann die Fiat ja, bei Gerichter dringlich erwirkt und die Chinesen durften ihr Auto nicht vorstellen, gell? Und es ist dann auch niemals in Europa verkauft worden, gell? Okay? Also warum? Verletzung des Markenrechts und zwar das Design war geschützt, gell? Ja, eine andere Geschichte kann zum Beispiel die Schrift sein, ein Font, gell? Ich kann einen Font erzeugen und schützen, gell? Und all diese Sachen, gell, wenn wir da mal schauen, da gibt es
Genau, hier ist es. Es gibt ja die Dachmarke Südtirol. Weil also die Dachmarke Südtirol, Südtiroler Betriebe können ihre Produkte mit der Dachmarke Südtirol ausstatten, wenn sie bestimmten Kriterien entsprechen. Gell? Also da gibt es ja, Busse, die Dachmarke Südtirol das Logo drauf haben. Es gibt Produkte mit der Dachmarke Südtirol. Gell? Und ja, so kann es ausschauen. Gell? Also wir können da naja, die Dachmarke mit diesen stilisierten Bergen da haben, gell, wir können ein Produkt haben, gell, und dieses Qualitätszeichen da haben, gell, also Qualität Südtirol, gell. Und das Ganze, ja, das ist dann auch ein Fond, das ist ein eigener Fond, der entwickelt wurde, gell, und der darf dann nur benutzt werden, wenn dieses Produkt eben aus Südtirol ist, Südtiroler Betrieb und, also bestimmten Kriterien entspricht. Gell? Also wir dürfen jetzt nicht einfach hergehen und das irgendwo draufkleben. Gell? Geht nicht, dürfen wir nicht. Gell? Dort müssen wir alle Kriterien dieser Marke einhalten. Gell? Also da wird es auch Busse geben, die haben das groß gemacht, weil der Bus ist ja groß. Gell? Also haben sie das. Diese Dachmarke da, diese Berge da, diese bunten Berge da eben groß hinaufgemalt, gell? Haben sie nicht dürfen, gell? Haben sie dann runtergenommen, gell? Ja, also solche Sachen gibt es dann auch, gell? Dann gibt es solche Sachen wie zum Beispiel geografische Bezeichnungen. Wenn ihr euch beim, ja, beim NIC da italienischen, ja, diese Network, ja, diese Domain, Registrierung da anschaut, die Regelung, dann findet ihr, man darf zum Beispiel nicht einfach geografische Bezeichnungen reservieren, gell, wenn man so einen Gemeindenamen nimmt, gell, der gehört der Gemeinde oder Provinzname gehört der Provinz und so, gell, da gibt es Einschränkungen. Gell. Aber Einschränkungen auf die Domain. Gell. Und da hat es in der Vergangenheit das gegeben und das ist eine Südtiroler Busse geworden. Südtirol.com, Suetirol.com. Suetirol.com, wenn wir das mal anschauen, gell, also Suetirol.com, wo haben wir es denn? Hier ist es, das existiert, gell? Jetzt machen wir etwas, gell, also oh, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, schauen wir, ob es gleich funktioniert, gell? Und zwar, gehen wir mal schauen, Wise, gell, also Suetirol.com, gehen wir schauen, ob er da was ausspuckt, gell? Domain Luca Wise Suetirol. Nein, nicht Info, sondern Com interessiert uns. Also, ja, machen wir es vielleicht anders. Gehen wir schauen, ob wir es da haben. Weiß, so redtirol.com. Okay, schauen wir, ob er was ausspuckt. Und so, oh, gehen wir schauen, gehen wir schauen, gehen wir schauen. Also, ach, das ist ein bisschen zu wenig. Geil, also. Ja, fehlt mir das Anfangsdatum. Auf jeden Fall, Suetirol.com wurde damals vor circa 25 Jahren von diesem Betrieb hier in Bruneck registriert. Gell? Also Suetirol.com, das ist dann ja, in der USA, .com, US-Register, geil dort. Und dort gelten die Regeln, wer zuerst kommt, mal zuerst. Geil? Und dann ist die Südtiroler Landesregierung gekommen, Südtirol kam und hat gesagt, ja Moment mal da, wie kann es sein, dass ein Betrieb in Bruneck da Südtirol.com geregistriert und dann sind sie vor Gericht gezogen. Und das Interessante ist, dass Südtirol.com gehört heute nach 25 Jahren immer noch diesem Südtiroler Betrieb in Bruneck, gell? Und nicht der Provinz, gell? Die Provinz hätte es gerne gehabt, gell? Aber die Provinz hat verloren, gell? Suetirol ist keine ja, geografische geschützte Bezeichnung, gell? Dotcom gilt die Regel, wer zuerst kommt, mal zuerst, gell? Also schlussendlich hat die Provinz das Nachsehen gehabt, gell? Hat dann mal das Hallo.com benutzt für ihre Tourismuswerbung dann in Südtirol, hat dann schlussendlich das Suetirol.info benutzt, gell? Und ja, das, so ist das, aber das hat es auch andere Geschichten gegeben, zum Beispiel Armani IT, gell? Also Armani IT, das ist heute der Mode Armani, gell? Giorgio Armani, gell? Und verkauft teure Mode, gell? Gefällt auch vielen, gell? Und wenn wir da mal schauen, wo haben wir es denn? Da haben wir es denn. Geil. Armani Idee, die haben
Ende der 90er Jahre einen Rechtsstreit begonnen mit dem Stempel Armani. Also da in der Provinz Bergamo, da hat es irgendwo einen Betrieb gegeben, der hat ja, Stempel gemacht, gell, Timbre. Und ja, dieser Betrieb, der war schneller als der Mode Armani und hat Armani ID registriert. Jetzt ist da ein Giorgio Armani, also der Mode Armani, vor Gericht gezogen und hat dem Stempel Armani gesagt: Du, Moment mal, gell? Armani, das ist meine Marke, gell? Die Stempel kannst du gern verkaufen, gell? Aber der Name, der gehört mir, gell? Und das Ganze, das ist dann zu einem Rechtsstreit gekommen und das geht dann weiter, gell? Und irgendwann nach Jahren ist dann Recht gesprochen worden. Und ja, die Rechtsprechung hat dann dazu geführt, gell, also hier ist nur eine Zusammenfassung von den ganzen Geschichten da, gell, hat dann dazu geführt, dass der Mode Armani schlussendlich den Namen bekommen hat. Gell. Also der Mode Armani ist der Markeninhaber von Armani und das war der ausschlaggebende Punkt, dass der Stempel Armani seinen Namen verloren hat, die Domain verloren hat, nicht den Namen. Gell. Also die Domain Armani.de ist dann zum Mode Armani gegangen. Gell. Oder ein anderes Beispiel, Red Hat. Gell. Red Hat, gell, das sind die mit den roten Hüten. Also, das ist eine Linux-Distribution. Und diese Linux-Distribution, die gibt es schon lange, gell? Und diese Linux-Distribution, die ist dann auch kommerziell geworden, gell? Okay, die verkaufen auch so rote, bunte Hüte, das ist ganz nett, gell? Und ja, schlussendlich sind sie dann von der IBM übernommen worden, gell? Ja, es war dann eine große Sache. Ja. Was hat ein Red Hat jetzt mit Markenrecht zu tun? Gell, Red Hat hat Markenrecht benutzt. Gell? Also Red Hat hat eine Linux-Distribution und andere Sachen entwickelt. Diese Linux-Distribution ist freie Software. Als solche ist der Quellcode auch veröffentlicht worden. Und ja, wenn wir dann schauen, Lizenzrecht, wenn eine Software frei ist und ich habe sie, dann darf ich sie benutzen, ich darf sie auch ändern, weitergeben und so, und das Loch geben. Die haben die Red Hat Distribution genommen und haben sie unter einem anderen Namen weitergeben. Da hat es mehrere gegeben, CentOS ist also eine, die übrig geblieben ist, gell? Da früher hat es mehrere davon gegeben. Gell? Ja, so weit, so gut. Gell? Die haben das dann auch am Anfang einfach ganz flott gemacht, gell? Haben die Sachen genommen, gell? Neu kompiliert und raus damit. Und dann ist die Red Hat irgendwann mal gekommen und hat gesagt, naja, schon gut und recht, geil, dass ihr unsere Software, unsere Distribution, die wir eigentlich mit unserer Arbeit gemacht habt und unter freie Lizenz gestellt habt, benutzt und dann eben weitergibt unter euren Namen. Aber ihr dürft nicht unseren Namen drinnen haben in eurer Software. Und ihr dürft nicht unser Logo, den roten Hut irgendwo haben, geil. Und ja, da hört sich die Freiheit eben auf. Gell? Da hat Red Hat gesagt, gell, also Software ist eines, aber Markenrecht ist was anderes. Und CentOS und die anderen haben dann ganz säuberlich brav die ganzen Bezeichnungen Red Hat aus ihrer Neuauflage der Red Hat Distribution genommen, haben auch das Logo überall rausgenommen und durch ein eigenes ersetzt, gell? Und haben hier eine ganz, ganz klare Trennung gemacht, was das Markenrecht betrifft, gell? Also das ist auch so eine Geschichte. Software war frei, das Markenrecht aber nicht und dann hat CentOS und die anderen das alle neu machen müssen, gell? Gell? Wie gesagt, Markenrecht, gell, das ist wichtig für Firmen und für Produkte, gell. Also wenn ihr in der 5. Klasse dann eben das Projektmanagement und Betriebsorganisation macht, gell, dann werdet ihr eben auch über Firmengründung reden oder Produktplatzierung und auch über solche Sachen, was man da als beachten muss, um da nicht in Konflikt zu geraten, gell, weil da gibt es auch Anwälte, die, ja, die leben davon, gell. Indem sie eben Markenrecht verteidigen. Gell? Also, da geht es dann nicht nur um Software, sondern eben auch um das Markenrecht. So, und jetzt wollen wir, nachdem wir also da gesehen haben, gell, es gibt Marken können wir auch auf Software anwenden, gell? Also das hängt davon ab, wie wir das platzieren wollen. Gell? Es gibt auch, ah ja, zum Markenrecht, genau, noch eine Geschichte, und zwar Linux. Linux ist ja dieser
Kernel des Betriebssystems, gell? Und da hat es tatsächlich mal eine Firma gegeben, die wollte den Namen Linux als Marke haben, gell? Und naja, diese jungen Wilden, die damals das Linux entwickelt haben, die haben sich nicht so um das Markenrecht gekümmert. Und da ist es fast so weit gekommen, dass Linux den Namen Linux verloren hätte, gell? Also das da so ganz nebenbei, gell? Also schlussendlich ist dann alles so ausgegangen, dass Linux weiterhin Linux geblieben ist und dass das Markenrecht bei Linux geblieben ist, also bei der Software, gell? Okay, ja, jetzt eine Überlegung. Welcher Schutzmechanismus ist für den Schutz von Software oder von Softwareentwicklungen geeignet? Und da ist man sich nicht immer einig, gell? Und in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kontinenten werden auch verschiedene Mechanismen angewandt, gell? Und ja, es gibt dann zum Beispiel in den USA schon lange Softwarepatente, gell? Also Patente auf Verfahren, auf Algorithmen, gell? Und das ist sehr umstritten. Also bei uns in Europa haben wir es noch nicht so weit bekommen, auch wenn es Bestrebungen gegeben hat und Firmen da in Brüssel oben, gell, wo die ganzen Parlamentarier sind, angeklopft haben, gell, und gesagt haben, wir möchten gerne Softwarepatente haben, gell? Und da müssen wir jetzt aufpassen, weil wenn wir Verfahren oder Ideen oder Algorithmen patentieren, dann dürfen wir sie nachher nicht mehr verwenden. Oder wir müssen für die Verwendung bezahlen. Und das ist jetzt, das wird ein Problem. Gell? Deshalb ist es gerade für uns, wo wir in Südtirol so eine kleinstrukturierte Softwareindustrie haben, gell? Wo die größten vielleicht 100 Informatiker unter sich haben oder ein paar hundert. Gell? Aber wenn man dann rein die Softwareentwickler anschaut, dann sind wir im 100er Bereich. Gell? Das sind ja alles kleine Fische. Gell? Und wenn wir jetzt uns da noch mit Softwarepatenten herumschlagen müssten, gell? Wo uns jemand sagt, nein, aber das darfst du nicht machen, weil das habe ich schon gemacht. Gell? Und das auch nicht, das darfst du nicht so machen, gell? Weil damit verstößt du gegen unsere Patentrechte. Das war nicht fein. Weil da müssten wir in unserer kleinstrukturierten Welt ja dann immer noch die Patentanwälte mit uns haben, gell? Und die Patente, ja, die müssen wir ja auch bezahlen, gell? Die sind dann teurer als die Informatiker selber, gell? Also auf jeden Fall, das Patentrecht ist sehr umstritten. Und das Patentrecht auf Software, also nicht auf industrielle Produkte und Entwicklung, sondern Patente auf Software, wären für Südtirol ein großes Problem, gell? Also da würden wir uns sehr schaden. Gell? Und es ist nur zu wünschen, dass in Brüssel, wenn über diese europäischen Patentrechte abgestimmt wird, dass es da immer so ausgeht, dass man das nicht umsetzen muss. Gell? Okay? Also in den USA gibt es das schon. In München gibt es ein europäisches Patentamt, wo es auch Softwarepatente gibt, aber die sind wirkungslos, solange die gesetzliche Grundlage dazu fehlt. Gell? Okay? Gell? Weil das sind so Dinge, zum Beispiel, also ein Beispiel, also es gibt da dieses große Verkaufshaus, da, das muss aus Brasilien sein, gell? Weil es heißt Amazon. Gell? Also dieses brasilianische Verkaufshaus, gell, das hat ein Patent, das heißt One Click, gell. Also wenn ich da ein Produkt habe und das gefällt mir, gell, dann mache ich One Click, gell, und dann kommst du zu mir nach Hause, gell. Also einkaufen mit einem Klick. Das haben sie patentieren lassen in den USA, gell. Und jemand, der was irgendwie erreichbar ist aus den USA, der sollte kein One Click implementieren, weil dann können die kommen, die Brasilianischen oder aus Amazonien, und sagen, dann, nein, das darfst du nicht, weil One Click gehört uns. Gell? Zum Beispiel. Gell? Und. Gell? Also da ist einfach das Patentieren von Ideen, die man nachher nicht mehr so programmieren darf. Und das ist eben nicht so toll. Ein Schutzmechanismus, der aber funktioniert, das ist das Urheberrecht. Gell? Das Copyright. Das Copyright, das besagt auf Software, dass ich eine Software nicht kopieren darf. Gell? Das besagt nicht, dass wenn jemand hat ein Handy programmiert, gell, so, und dann sagt das Copyright nicht, du darfst nicht auch ein Handy programmieren, gell, so ein mobiles Streichelcomputer, gell, darf ich auch machen, gell, wenn das Patent eben nicht gilt, gell, aber ich darf es nicht kopieren, gell, also ich darf einen Internetshop nicht einfach kopieren, sagt das Copyright, gell, aber
Wenn es das Patentrecht nicht schützt, dann darf ich es schon, gell? Und in Europa gibt es eben kein Patentrecht drauf, gell? Also, es gibt aber Lizenzen. Die Lizenzen gibt es in Europa, die Lizenzen gibt es in den USA, gell? Also, es hat Länder gegeben wie China, die haben ja, staatliche Firmen gehabt, die Microsoft-CDs kopiert haben, gell? Die haben das mit, auch mit den Copyright nicht so genau genommen, gell? Aber dann ist ihnen da gar rausgemacht worden, gell? Also das dürfen sie dann nicht mehr, gell? Also ja, also bevor der Trump gekommen ist, gell, hat es schon andere gegeben, die den Chinesen gesagt haben, du, wenn ihr in der ganzen Welt verkaufen wollt, gell, dann müsst ihr die Copyright-Gesetze auf Software auch einhalten, gell? Okay, also die Copyright-Geschichte auf Software wird in der Lizenz formuliert. Also die Lizenz auf Software besagt, was ich darf oder was ich nicht darf mit einer Software. Und sehr oft habe ich eine Lizenz, die jemand sagt, auch kommerziell ist. Also die sagt, im Prinzip darfst du nichts. Du darfst nur das, was ich dir explizit sage. Wenn ich also ins Geschäft gehe und eine Schachtel mit einer Software kaufe, gell, egal ob das jetzt noch eine CD drinnen ist oder nicht, und ich bekomme nur einen Code, um mir etwas aus dem Internet zu holen und das zu aktivieren, wenn das eine kommerzielle Lizenz ist, dann habe ich typischerweise Einschränkungen. Gell, also da steht dann typischerweise, du darfst das auf einem PC anwenden oder du darfst, ein Benutzer darf das benutzen. Gell. Oder es stehen vielleicht sogar Sachen drinnen wie, das darfst du ein Jahr benutzen, gell? Und dann musst du das erneuern, gell? So Abo-Modelle, gell? Gerade jetzt auch so mit Cloud-Geschichten oder so, gell? Sagen sie dann, ja, na, du benutzt ja die Cloud, gell? Die Cloud muss ich jedes Monat bezahlen, gell? Also kann ich dir das nicht für immer und ewig geben, gell? Also das ist dann so kommerziell, gell? Also kommerzielle Lizenzen. Egal in welcher Form, gell, schränken mich mit meiner Lizenz auf auf die Rechte ein, die vorgesehen sind. Gell? Okay, das ist ein Modell. Es gibt ein anderes Modell, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist das Modell der freien Software, gell, oder auch offene. Gell? Und also freie Software, gell, oder auch offene Lizenzen, gell, das haben wir zwar hier bei Software, gell, das gibt es aber auch auf Texte, gell, also etwas, was die Schüler lieben, gell, und was wir hier auch schon ein paar Mal benutzt haben, das ist das Wikipedia, gell, also der Antonio Meucci da, gell, also das ist der Artikel auf Wikipedia, gell, diesen Text dürfen wir unter einer Lizenz benutzen, gell. Schauen wir mal, ob die Lizenz da irgendwo steht. Ne, steht nicht. Müssen wir da schauen. Ah, doch, da steht es, gell, also das ist die Creative Commons, gell, also eine der Creative Commons Lizenzen, unter der darf ich diesen Text verwenden. Gell? Okay, also und ich habe das auf Texte, gell? Es gibt auch Musik, die frei ist, gell? Also das gibt es auch, gell? Oder es gibt auch Texte, wie zum Beispiel eben, hier haben wir dieses Gutenberg-Projekt, gell? Dieses Gutenberg-Projekt sammelt Texte, bei denen das Urheberrecht normalerweise verfallen ist, gell? Nachdem der Rechtsinhaber seit mehr als, da steht, 70 Jahre gestorben ist, gell? Also früher war das mal 50, dann ist es auf 70 erhöht worden, gell? Es gibt Bemühungen, das in bestimmten Ländern auf 90 dann zu erhöhen, gell? Um eben möglichst lang aus den Texten dann etwas zu verdienen, gell? Und wenn das aber verfallen ist, dann kann man diese Texte dann auch weitergeben, gell? Also das und das Projekt Gutenberg, das sehen wir 1994, gell? Also inzwischen vor 26 Jahren ist dieses Projekt gegründet worden, das eben Texte ohne Urheberrecht oder mit verfallenem Urheberrecht sammelt, gell? Und damit wird es gemeinfrei, steht hier auf Deutsch, gell? Also meistens oder öfter liest man den englischen Begriff der Public Domain, gell? Also PD, gell? Also Public Domain Texte, gell? Oder Public Domain ist einfach etwas, das jeder haben kann, ohne es irgendwie einer Nennung zu unterziehen oder irgendetwas dafür zu bezahlen, gell? Das darf man einfach benutzen. Okay, ja. Und wenn wir da schauen, gell? Also bei den, was ist denn eben freie, gell, oder offene, da müssen wir jetzt ein bisschen schauen. Also, das mit der Idee der freien Software, das geht zurück auf einen
der heißt Richard Stallman. Gell? Der Richard Stallman, da erzählt man sich, der hat in den 80er Jahren einen schönen Drucker gekauft, gell? Also von der Xerox. Und dieser Drucker, den wollte er irgendwie, naja, er wollte da die Treiber haben, um eine Änderung zu machen, gell? Und da hat doch der Xerox geschrieben, und ja, liebe Xerox, ich habe dort einen schönen, teuren Drucker gekauft, bitte gib mir doch den Quellcode, ich möchte da was verändern. Und die Xerox hat gesagt, nein, 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 nein. Unser Drucker, unsere Software und du bekommst nichts. Und das soll der Auslöser gewesen sein, wo der Richard Stallman gesagt hat, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich etwas, was ich habe, nicht verändern darf. Gell? Und dann hat er damit begonnen, Prinzipien aufzuschreiben, die für die Verwendung der Software und für die Softwarelizenz wichtig sind, laut ihm. Und hat dann diesen Begriff der freien Software definiert. Gell? Später ist dann auch die Lizenz dazu geschrieben worden, es ist diese GNU Public License, und diese GNU Public License wird oft dann auch als Copyleft bezeichnet, gell? Im Gegensatz zur Copyright, gell? Also es soll nicht einschränken, sondern soll etwas geben. Gell? Und das, was es gibt, das sind die Freiheiten der freien Software, gell? Und er hat da geschrieben, gell? Also die Freiheit, eine Software, die ich habe, zu benutzen. Gell? Also er hat gesagt, diese Druckertreiber, gell? Die muss ich benutzen können. Gell? Okay? Oder auch eine andere Software, wenn ich sie habe, muss ich sie benutzen können. Gell? Ohne dass ich mich strafbar mache oder was. Gell? Okay? Also erste wichtige Freiheit. Zweite wichtige Freiheit, eine Software weiterzugeben. Gell? Also wenn ihr jetzt eine Software habt, gell? Also zum Beispiel naja, also ein neues, schönes Office, gell? Und da sagt der eine, ja, das ist jetzt toll, gell? Da nimm mal mit, probier mal, gell? Okay, ja, da müsst ihr auch schauen, ob ihr das dürft, gell? Wenn es eine kommerzielle Lizenz ist, meistens nicht. Gell? Aber wenn es eine freie Lizenz ist, dann dürft ihr das, weil das gehört da mit zur garantierten Freiheit, gell? Also die zweite Freiheit, gell? Also die zweite, erstens Software zu benutzen, zweitens weiterzugeben. Dritte Freiheit, und das ist das, was der Richard Stallman jetzt unbedingt wollte, das Recht, die Software zu ändern, gell? Weil er hat gesagt, ich kann das, ich bin Informatiker, gell? Und ich hätte gern jetzt den Quellcode, um die Software zu verändern. Gell? Das, was die Xerox nicht zugelassen hat. Gell? Und ja, das Recht, die Software zu verändern, das impliziert, dass ich den Quellcode habe. Habe ich den Quellcode nicht, dann habe ich auch dieses Recht nicht. Also jemand, der eine Software als freie Software bezeichnet, muss den Quellcode zur Verfügung stellen. Gell? Unbedingt, sonst geht es nicht. So. Und jetzt habe ich noch ein Recht. Das Letzte, das Stärkste, das Recht, eine Änderung auch weiterzugeben. Also nicht nur das Recht, das Original weiterzugeben, sondern auch das Recht, eine Änderung weiterzugeben. Gell? Und das Recht, eine Änderung weiterzugeben, bedeutet ja, dass ich ein neues Produkt gemacht habe. Gell? Und jetzt greift die Lizenz ein, dieser freie Software, und sagt, Moment mal, wenn du ein neues Produkt mit freier Software gemacht hast, dann musst du die Freiheit, die du erhalten hast, auch weitergeben. Gell? Also muss die Lizenz weiterhin frei bleiben. Das muss eine freie Software bleiben. Gell? Das ist das, was die freie Software dann ausmacht. Gell? Also einmal frei muss es frei bleiben. Gell? Frei heißt nicht kostenlos. Gell? Also jemand kann auch sagen, ja, Moment, ich habe freie Software, du kannst sie haben und alles, aber du gibst mir ein Geld dafür. Ich kann freie Software auch verkaufen. Gell? Das bedeutet nicht, dass ich sie verschenken muss. Gell? Und jemand, zum Beispiel auch das mit Red Hat, die mit den roten Hüten, die haben ihre Linux-Distribution schon seit 20 Jahren oder so verkauft. Gell? Oder vielleicht nicht 20 Jahre, aber halt jedenfalls schon lang. Und das hat auch recht gut funktioniert. Gell? Und warum funktioniert das gut? Weil sie nicht nur eine Software verkaufen, sondern weil sie auch einen Dienst verkaufen mit allen Updates, die garantiert sind für viele Jahre und so, gell? Also, sie verkaufen etwas mit zur Software dazu, gell? Oder wenn wir eine kleinere Firma in Südtirol betrachten, gell? Also gibt es vielleicht eine Firma, die hat eine freie Software produziert, gell? Die vielleicht im Internet etwas
so etwas macht, einen Dienst implementiert, gell? Und sie bietet den Support dazu an, gell? Also die sagt, naja, die Software ist schon frei, gell? Aber wenn ich zu dir kommen muss und dir das machen muss, dann musst du mich schon bezahlen, gell? Oder wenn ich dir das fix und fertig auf meinen Servern installiere und zum Laufen bringe, dann musst du mich und meine Server schon bezahlen, gell? Oder ein anderes Modell, Software und Hardware, gell? Also ich kann eine Software freigeben, aber das Produkt, auf dem die Software läuft, das Produkt verkaufe ich, gell? Also das ist auch eine Möglichkeit, gell? Es gibt auch viele Möglichkeiten, da auch dann Geld damit zu verdienen, gell? Auf jeden Fall freie Software, 4 Rechte. Das Recht zu benutzen, weiterzugeben, zu verändern und die Änderung weiterzugeben, gell? Unter der freien Lizenz. Und jetzt machen wir einen weiteren Schritt. Das ist der Schritt hin zur Open Source Software, gell? Offene Software, das können wir auch zu Deutsch sagen, aber eben öfter lesen wir von der Open Source Software. Open Source Software, gell, das verwechselt man manchmal mit freier Software. Gell? Open Source Software besagt, naja, der Quellcode, der muss mitgeliefert werden. Ich darf es benutzen meistens, gell? Ich darf es weitergeben, gell? Aber eine Einschränkung ist nicht immer gegeben, und zwar diese letzte, die vierte, dass die Weitergabe unter der Erhaltung der Lizenz erfolgen muss. Gell? Also die Open Source Software garantiert mir oft genau diesen Punkt nicht. Gell? Ein Beispiel, ein berühmtes Beispiel in dem Bezug, das sind die WinSock DLLs, also vor fast 30 Jahren, ist Microsoft Windows netzwerkfähig geworden. Gell? Die haben dann damals eine Bibliothek entwickelt, gell? Das ist die WinSock DLL, und das war die wichtigste zentrale Bibliothek, um Microsoft Windows 3.1, gell? Oder 3.10 sagt man auch, gell? Netzwerkfähig zu machen. Und dieser Netzwerkstapel, der ist zu einem doch großen Teil, gell, sagt man, von BSD gekommen. Gell. BSD, diese Berkeley Software Distribution, gell, die gibt es heute auch noch. Es gibt eben ein BSD Unix, gell, also FreeBSD, OpenBSD und so weiter. Gell. Und dieses BSD, die haben dann auch diesen Netzwerkstapel und diese Sockets dann entwickelt gehabt, und das war offen. Gell. So, und es war so weit offen, dass man es sogar verwenden darf und dann einpacken kann, gell, verändern kann und sagen kann, das ist jetzt meins. Und das ist nicht mehr offen. Gell, also ich kann dieses BSD wieder einsperren. Und das ist passiert. Gell, also wenn wir da schauen, ich habe jetzt da schon offen, wenn wir das alles anschauen, dann steht eben da drinnen im Artikel, und das hat man auch in anderen Orten nachgelesen, dass die Microsoft eben dankend diese Implementierung von TCP/IP mit diesen BSD-Sockets angenommen hat, und daraus sind dann die WinSock-DLL entstanden. Gell? Also das war eine tolle Sache für die Microsoft. Hingegen hat die Microsoft jahrelang gegen freie Software geschumpfen und gepredigt und hat freie Software als Virus bezeichnet, gell? Weil freie Software eben die Weitergabe der Änderung unter der gleichen Lizenz verlangt, gell? Und das hat der Microsoft nicht geschmeckt, gell? Mhm. Jo, so war das halt, gell? Also da haben wir die 4 Freiheiten der Lizenz, da haben wir den Armani gehabt, da haben wir Südtirol Camp. Und geografische Bezeichnung, gell, zum Beispiel für Gemeinden oder Provinzen, der Meucci, Gemma, CIA, gell, genau, das ist interessant, Creative Commons, gell, das ist eine jüngere Lizenz als die GPL, und dort gibt es ganz, ganz tolle Lizenzen, die auch gut erklärt sind, die man eben weniger auf Software anwendet, aber vor allem auch auf Texte, auf Musik und andere Sachen, gell, also das, ja, ist eine nette Sache. Gell? Ja, das war heute eine Einführung in das geistige Eigentum und in die Schutzmechanismen. Gell? In einem Wort, was ist denn wichtig? Wichtig ist für die Software das Copyright. Gell? Also solange das Patentrecht nicht gilt in Europa, und hoffentlich wird es noch lange nicht gelten, ich weiß es nicht, gell? Werden wir uns mit dem Copyright eben befassen haben und damit arbeiten. Gell? Okay, jo, mehr dazu in der 5. Klasse im Projektmanagement und Betriebsorganisation.